Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Sendung von Frauen wie wir. Wir freuen uns, dass Sie heute eingeschaltet haben und hoffen, dass Sie eine gesegnete halbe Stunde haben. Vor allen Dingen richten wir uns heute an die trauernden Leute, die vor kurzer Zeit vielleicht eine geliebte Person zu Grabe getragen haben. Wir freuen uns vor allen Dingen, dass Claudia Hauff bereit ist, heute über den Tod von ihrem geliebten Mann, Dr. Erwin Hauff, zu sprechen. Und sie hat vieles erlebt in den letzten Jahren und wird uns heute damit ein Segen sein. Herzlich willkommen, Claudia, Dankeschön. In unserer Sendung. Dankeschön. Claudia, würdest du dich bitte selber einmal vorstellen? Guten Tag an alle, die hier zuhören. Mein Name ist Claudia Hauff. Ich bin die verwitwete Frau von Dr. Erwin Hauff. Seit 3 Jahren bin ich nun alleine. Ich habe 3 Kinder, 2 Schwiegerkinder und 5 Enkelkinder. Mein eigentlicher Beruf ist Krankenschwester. Ich habe auch viele, viele Jahre im Krankenhaus Loma Plata gearbeitet und arbeite jetzt aber schon seit Februar 2004 in der Liberia Loma Plata, was mir sehr, sehr viel Freude macht mit meinen netten Kollegen. Ich habe als Kind oft, wollte ich entweder Krankenschwester oder Bibliothekarin werden und nun habe ich beides in meinem Leben erreicht. Meine Aktivitäten habe ich versucht in der letzten Zeit irgendwie zu ordnen. Ich lese sehr viel, das habe ich schon mein Leben lang gemacht und in letzter Zeit häkle ich Tiere, was mir sehr viel Freude macht. Meine Gemeinde ist die Manoah-Gemeinde, die mich auch herzlich aufgenommen hat, obwohl in der Pandemiezeit das alles jetzt so ein bisschen schwierig läuft. Claudia, du hast vor 3 Jahren plötzlich deinen geliebten Mann verloren. Beschreibst du uns die Situation damals, in der Nacht, als er starb? Wenn ich an diese Begebenheit denke, denke ich immer, am Anfang war der Schock. Es war ein riesengroßer Schock, derweil ich auch vom Fach bin und schon viele Sterbende gesehen habe, schon viele Schwerkranke gesehen habe, wusste ich, als ich meinen Mann sah, dass es zu Ende geht. Ich habe das geahnt. Man will das nicht, aber ich habe das geahnt. Wir hatten abends noch Besuch von unseren Kindern, hatten einen wunderschönen Abend, haben viel Spaß gehabt. Und als wir dann nochmal das ganze Revue passieren ließen, saßen wir draußen im Garten und haben noch ein Gläschen Wein getrunken. Und auf einmal hat mein Mann nicht mehr richtig artikulieren können. Das war im Grunde genommen der Anfang. Ich habe mir damals nichts dabei gedacht. Ich habe noch lachend zu ihm gesagt, na Erwin, bist du jetzt schon von diesem kleinen bisschen betrunken oder was ist mit dir los? Dann sagt er, nein. Sagt er, ich bin müde, ich gehe schlafen. Naja, so gingen wir dann beide ins Bett. War ja auch schon spät genug, es war schon 10:30. Und wir sind auch eingeschlafen. Irgendwann um 12:30 wachte ich auf und hörte es neben mir röcheln und keuchen. Und ich sah meinen Mann da liegen, umatmend. Und wusste, in dem Moment ist es was Furchtbares passiert. Ich stand auf und versuchte, ihn zu drehen, weil er besser Luft kriegen würde dadurch. Aber ich schaffte das nicht, weil er zu schwer war. Und versuchte, meine Söhne anzurufen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich starrte auf das Telefon und wusste nicht, was ich tun sollte. Glücklicherweise hatte ich die ganzen Adressen unter Favoriten abgespeichert und habe dann einfach auf einen Namen drauf getippt und kriegte dann auch einen ans Telefon und sagte nur, Papa, Papa, komm schnell, Papa. Dominik rief dann Manuel an und ich weiß nicht, die sind, glaube ich, geflogen bis zu uns. Ich habe es wirklich noch geschafft, schnell die Tür aufzuschließen. Und als Dominik eben erst neben mir stand, bin ich dann zusammengerutscht. Das war, bis dahin habe ich durchgehalten und dann war es auch bei mir zu Ende. Er hat mir hinterher gesagt, in dem Moment hatte ich 2 Halbtote neben mir. Wir haben dann den Krankenwagen gerufen,
der kam dann auch so schnell wie möglich und sie haben meinen Mann dann auf der Trage in Krankenwagen getragen und haben ihn zum Krankenhaus gebracht. Was ich selber schlimm fand, sie haben mir ihn im Grunde genommen weggenommen. Auch als wir kamen gleichzeitig mit dem Krankenwagen im Krankenhaus an und sie haben ihn einfach in Erste Hilfe genommen und ich musste vor dem Zimmer sitzen bleiben. Ich weiß, das geht nicht anders, weil ein Angehöriger stört, aber das war für mich sehr, sehr schwer. Dr. Hubert war die ganze Zeit bei meinem Mann und hat mir hinterher gesagt, er hat mir, bevor sie ihn ins Röntgen gebracht haben, noch einmal die Hand gedrückt. Aber er war eigentlich schon hirntot, als er ins Röntgen fuhr. Erst im Stationszimmer habe ich ihn wieder gesehen, als sie ihn ins Zimmer gebracht haben. Draußen saßen die Ärzte, Dr. Hubert, Dr. Kehler war inzwischen auch gekommen, Dr. Acosta, und sagten, wir wollen ihn nach Asunción bringen. Wir wollen ihn mit dem Flugzeug nach Asunción fahren. Dr. Feltes kann ihn operieren. Und da sagte ich, zeig mir das Foto von der Tomographie. Und ich habe mir das Foto angeschaut, sah, wie schwer die Blutung war, so dicht beim Gehirnstamm. Und habe kurz entschlossen habe ich gesagt, nein, lasst ihn gehen. Sie wollten ihn nach Asunción bringen, aber wir haben ihn gehen lassen. In Würde, in Liebe und im Respekt seines Glaubens und seines erfüllten Lebens. Claudia, die meisten Leute, und ich glaube, ich würde auch sagen, tut alles, was ihr könnt. Du hast gesagt, lasst ihn sterben, lasst ihn in Ruhe. Wie konntest du so eine schwere Entscheidung treffen, lasst ihn gehen, lasst ihn sterben? Das war ganz sicherlich keine leichte Entscheidung. Wer mich kennt, weiß, dass ich oft ein sehr spontaner Mensch bin und versuche, für die Menschen das Beste zu tun. Ich kann dazu nur sagen, ich habe meinen Mann Erwin über alles geliebt. Und ich habe ganz genau gewusst, was er wollte. Durch seine Krebserkrankung 2004 hatten wir schon sehr oft über den Tod gesprochen. Und er wollte nicht leiden. Außerdem war ich mir sicher, dass Erwin jeden Tag bereit war, vor Gottes Thron zu treten, weil er sein Leben geordnet hatte und keine alten Lasten hinterließ. Zusätzlich war Erwin davon überzeugt, dass Jesus in seines Vaters Haus schon seine Wohnung für ihn vorbereitet hatte, laut Johannes 14,2. Diesen Spruch oder dieses habe ich auch auf seinen Grabstein schreiben lassen. Wie die meisten von euch allen wissen, waren wir nicht in der Gemeinde. Warum nicht, das sei jetzt dahingestellt. Es ging jedenfalls nicht. Aber mein Mann war sich immer ganz sicher, dass er in der großen Gemeinde Gottes war. Und er hat auch immer mit Gott gearbeitet, operiert und war sich ganz klar, dass nur durch Gott er diese Gabe des Operierens bekommen hatte. Dann stand die Beerdigung an. Wusstet ihr da auch, was er wollte oder wie ging die Planung der Beerdigung vor sich? Als wir erst so weit waren, dass wir uns alle verabschiedet hatten, ich hatte kurz bevor Erwin starb, eine Stunde vielleicht vorher, die Kinder alle nach Hause geschickt. In der Zwischenzeit war auch Hartmut und Roswitha Hiebert gekommen, solange Erwin noch lebte, und hat mir beigestanden, die fuhren dann auch nach Hause. Ich war ganz alleine mit Erwin, als er dann die letzten Atemzüge machte. Nur ein Pfleger war dabei und hat mich ein bisschen unterstützt. Habe ich die Kinder gerufen, die kamen dann alle und wir haben alle von ihm Abschied genommen. Besonders schwer gefallen ist es meinen ältesten Enkelkindern, weil die natürlich den Opa sehr gut gekannt haben. Er hatte besondere Beziehungen zu ihrem Opa.
Und jetzt im Nachhinein schmunzel ich so ein bisschen, weil ich hatte meine Enkeltochter auf dem Schoß. Sie war erst 3 Jahre alt. Und sie schaute den Opa so an und sagte, Oma, was ist mit Opa? Ich sage, der Opa lebt nicht mehr, der Opa ist jetzt im Himmel. Oma, sagt sie, dann holen wir uns einen neuen. Es ist vielleicht in dem Moment, fand ich das nicht so lustig, aber im Nachhinein hat sie recht gehabt. Wenn etwas kaputt ist, muss man das ersetzen. So sehen Kinder das. Allerdings ist mir das klar, dass ich den Erwin nicht ersetzen werde. Es gibt ihn nur einmal. Sind wir dann nach Hause gefahren, zu mir nach Hause. Hartmut und Roswitha kamen dann auch und wir kriegten ja glücklicherweise einen Zettel vom Krankenhaus mit, was man so alles machen muss. Es ist sehr hilfreich, ich bin dafür sehr dankbar. Und so haben wir das durchgesprochen, wie diese Beerdigung ablaufen muss. Vorher sprach ich noch mit unserem Sohn Julian in Deutschland, der wohnt in Berlin. Er sagte zu mir, Mami, sagt er, mein Pass läuft ab, weil man muss ein halbes Jahr, muss der Pass gültig sein, sonst kann man nicht mehr ins Land rein. Da sage ich, Junge, sage ich, behalte deinen Papa so in Erinnerung, wie er gewesen ist und komm hinterher. Hinterher brauche ich dich mehr als zur Beerdigung. Lass uns alleine beerdigen und ich gehe mit dir dann zu Papa hinterher. Wir waren uns alle einig, alle vier, vielmehr alle drei, waren wir uns einig, es soll keine Fotos geben und es soll auch nicht gefilmt werden, weil wir wollten den Papa so in Erinnerung behalten, wie er war, als er lebte. Und ich bin so dankbar, dass ich inzwischen dieses Bild, wie er ausgesehen hat, als er da im Bett lag, verliere. Das ist für mich sehr gut. Die Jungs wollten unbedingt, dass der Papa in einem weißen Sarg beerdigt wird, weil er hatte ja immer weiß an. Also habe ich gesagt, gut, besorgt euch einen Sarg und lasst den umstreichen. Das ist okay so für mich. Und so hat jeder von uns irgendwas übernommen. Jeder hat irgendeine Aufgabe übernommen und so haben wir das dann beschlossen, dass der Papa am Samstag in der Manua-Kirche beerdigt wird. Vielmehr der Gottesdienst da ist und dann auf dem Friedhof natürlich beerdigt wird. Dankeschön. Claudia, du hattest ja diese sehr, sehr enge Beziehung mit deinem Mann, den du, wie du gesagt hast, über alles liebtest. Und man hat euch oft im Supermarkt zusammen gesehen. Ihr habt sehr vieles gemeinsam gemacht, auch viele Stunden gemeinsam verbracht. Dann danach war das Haus furchtbar leer und du warst sehr allein. Wie hast du diese erste Zeit danach empfunden? Es war eine sehr schwere Zeit am Anfang, weil das Haus war wirklich leer. Es ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, wenn man noch Kinder hat, die da wohnen. Aber auf einmal war gar nichts mehr. Ich habe dann versucht und habe Musik laut angemacht. Ich habe den Fernseher laufen lassen, aber es war alles nicht Erwin. Die Leere kann man nicht ausfüllen. Man kann es nicht, da ist keiner, an dem man sich mal rankuscheln kann. Da ist keiner, der einen Mut zuspricht. Oder was mein Mann so gerne gemacht hat, der hat mich so oft mit irgendwas aufgezogen und wir haben so viel gelacht. Aber auch damit wird man fertig. Ja, wie gesagt, ich habe schon am Anfang gesagt, am Anfang war der Schock, der Körper. Der Körper hilft sich selber, indem er einen in so eine Art Schockstarre versetzt. Ja, das ist so wie, so ein bisschen wie, wenn mir mein Bein abgeschossen wird. Ich habe gar keine Schmerzen am Anfang. Der Körper hilft. Und so ist das auch in der Trauer. Der Körper hilft. Dazu braucht man keine Medikamente. Ich weiß von Leuten, die haben dann Psychopharmaka genommen. Also mir wurde das auch vorgeschlagen. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Ich muss da selber durch. Ich will nicht mich betäuben lassen. Aber es ist ein Betäubungszustand und irgendwie geht auch diese erste Zeit vorbei. Wie würdest du allein mit dem Alleinsein
fertig mit all den Gefühlen und der Trauer dann? Also du hast die erste Starre und den ersten Schock beschrieben. Ich beziehe mich jetzt auf die Zeit dann danach. Hm. Ja, aus diesem Schockzustand kommt man natürlich nicht raus. Das dauert lange. Bei manchen Leuten dauert das wahrscheinlich ein ganzes Jahr. Manche haben es in 2 Wochen hinter sich. Es ist von Mensch zu Mensch verschieden. Hat vielleicht was damit zu tun, wie sehr man geliebt hat. Und ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, was ich erlebt habe. Ich war innerlich so unheimlich zerrissen. Ich war einfach nicht mehr ich selber. Da fehlte ein Teil von mir. Mein Mann war für mich 60% meines Lebens. Nicht 50, nicht 30, sondern 60%. Und diese 40%, die mussten jetzt irgendwie weiterleben. Ich habe stundenlang auf dem Sofa gelegen und in der Luft gestarrt. Die Zeit ist einfach weggegangen, verrutscht. Ich guckte manchmal dann davor, oh, schon 5 Uhr nachmittags, habe ich gar nicht gemerkt. Nicht, dass ich geschlafen habe, ich habe einfach da gelegen. Ich habe mir Bilder angeschaut. Ich habe glücklicherweise hier in meinem iPad kann ich Diashows machen mit Fotos von meinem Mann, lange, kurze, so wie ich wollte. Habe die Diashows angeschaut, noch und nöcher. Ich habe dabei geweint und es hat mir einfach geholfen. Ich weiß, andere Leute, denen hilft das überhaupt nichts, Fotos von dem Partner anzugucken. Mir hat es sehr geholfen. Meine Kinder haben mir versucht zu helfen. Wobei ich sagen muss, man kann die Kinder nicht zu sehr belasten, weil die trauern selber. Ja, besonders meine ältesten Enkel haben unheimlich getrauert. Das sagte ich ja vorhin schon mal. Und das geht nicht. Man kann die nicht zu sehr belasten. Ich kann die auch nicht mit meinen ganzen Gedanken belasten, weil die verstehen manches auch nicht. Und irgendwann sagen sie sich wahrscheinlich, Mensch, die Mutter, die muss doch da endlich mal durchkommen, ja. Aber diese jämmerliche Einsamkeit, die man empfindet, die kann keiner dir abnehmen. Der Weg, den man sieht, der ist einfach dunkel. Dunkel und einsam. Man geht da lang und hofft, dass man irgendwann mal ein Licht findet. Das findet man auch, aber das kann dauern. Das kann sehr, sehr lange dauern. Konntest du irgendwie Gedanken ordnen? In der ersten Zeit überhaupt nicht. Ich sag ja, ich war wie benebelt. Ich war, da war nichts zu machen, ja. Und wenn dir die Fotos geholfen haben, hattest du kein Foto von dem Zustand, wo er tot war? Nein, ich habe kein, das habe ich nicht. Was wir gemacht haben, wir haben Bilder gemacht von dem Sarg, von diesem weißen Sarg mit dem Gesteck. Wir hatten ein wunderschönes Blumengesteck von Julian mit einer Schärpe gemacht, von deinem Sohn Julian, hatten wir auf den Sarg draufgetan, weil ich wollte das gern Julian schicken. Mhm. Das ist das Einzige, was wir haben von dem Ganzen. Mhm. Wir wollten das alle nicht. Mhm. Das hat dir geholfen? Das hat mir sehr geholfen. Genauso wie meine Kinder sagten dann in der Vorbereitung, Mami, wollen doch den Papa ins Grab senken und dann jeder eine Schaufel Erde drauf werfen und dann gehen. Und dann sollen die das alleine zuschütten. Nein, habe ich gesagt. Das will ich nicht, sage ich. Das soll ganz zugeschüttet werden und das soll bis zum Schluss, weil ich weiß, dann da, Papa liegt da unten. Die Leiche ist nicht gestohlen worden. Das hört sich doof an, aber das denkt man in dem Moment, ja? Das ist einfach so. Teilst du uns etwas von den Gefühlen oder Gedanken in diesen dunkelsten Stunden der Einsamkeit mit? Sehr gerne tue ich das. Ich hatte sehr, sehr dunkle Stunden mit sehr, sehr dunklen Gefühlen. Zum Beispiel am Grab bei der Beerdigung wäre ich am liebsten mit reingesprungen. Ich weiß nicht, ob irgendwer schon was gehört hat mal von dem indischen Sati, was auch heute noch gemacht wird, ist es verboten, dass die Witwen mit verbrannt werden.
verbrannt werden wollte ich natürlich nicht, aber ich wäre sehr gerne einfach mit ins Grab gesprungen. Ich hätte auch gerne einfach auf dem Grabhügel gesessen und gewartet, bis ich verhungert wäre oder irgend sowas. Ich war einfach, es war furchtbar. Man kann sich das nicht vorstellen. Das Leben war für mich zu Ende. Das Schlimmste war meine Selbstmordgedanken, die ich gehabt habe. Ich habe geplant. Ich habe einfach geplant, wie könnte ich das machen, dass das keiner merkt, dass das Selbstmord war. Mit Tabletten, mit ins Wasser gehen, mit weiß ich was und hin und her. Und ich habe das aber einfach nicht geschafft, dass meine Kinder das nicht merken, dass das Selbstmord war. Und das ist eigentlich das, was mich von der ganzen Sache zurückgehalten hat. Ja, ich habe später mit einer Psychologin gesprochen im Krankenhaus und habe gesagt, sagen Sie mal, Frau Doktor, bin ich bekloppt oder bin ich irgendwie, ist das, geht das nicht? Da hat sie gesagt, wissen Sie was, das ist alles ganz normal. Wichtig ist, dass man das nicht tut. Ja, ich weiß, viele Leute lächeln darüber, aber ich weiß auch, viele Leute haben auch diese Selbstmordgedanken. Ja, das ist so. Weil man will nicht mehr. Man will einfach nicht mehr leben. Und bei mir kam noch dazu, dass mein Körper krank wurde. Krank vor Trauer. Ich habe einen Ruhepuls gehabt von 125, was normalerweise so bei 60, 70 ist. Dadurch ist mein ganzer Organismus natürlich gerannt, verrückt. Alles, was ich oben gegessen habe, kam unten unverbraucht. So fast wie unverbraucht raus. Ich habe in dieser Zeit 7,5 Kilo abgenommen. Meine Kraft ist natürlich dadurch unheimlich gesunken. Ich war innerlich unruhig. Und die Doktora gab mir dann zur Nacht Schlaftabletten. Die hat immer gesagt, Claudia, du musst schlafen. Und das hat mir auch geholfen. Wobei ich sagen muss, eine kurze Zeit vor Erwins ersten Todestag habe ich die dann weggelegt. Ich habe die fast volle Schachtel noch immer im Schrank liegen. Habe gesagt, jetzt reicht's. Und das ging auch sehr gut. Also man braucht keine Angst haben vor Schlaftabletten. Das ist eine Hilfe. Ich meine, ich habe natürlich auch die Kraft, die wegzulegen. Viele Leute haben die nicht. Aber es ist eine große Hilfe, das zu machen. Und was dann noch eben dazu kam, war diese Antriebslosigkeit. Ich habe einfach von heute auf jetzt gelebt. Mein großer Vorteil war, ich ging zur Arbeit. Das musste ich. Ich musste arbeiten gehen. Ich musste dann und dann da sein. Und das habe ich auch gemacht. Aber mehr war da nicht. Ja, ich habe einfach von einer Stunde zur anderen gelebt. Ja, Mittagessen brauchte ich ja nicht mehr kochen. Da war ja keiner, der das haben wollte. Ich habe dann gekocht, wenn ich meinte, es müsste mal sein. Also jetzt nicht zu 11:30 oder so. Und meine Kinder haben mich dann sehr oft zum Mittagessen eingeladen, damit ich überhaupt was gegessen habe. Aber das hat sich dann mit der Zeit alles eingespielt. Du hast jetzt erwähnt, dass die Doktora und die Medikamente eine Hilfe waren in einer vorübergehenden Zeit und dass die Arbeitsstelle dir viel geholfen hat. Gab es noch andere Hilfen, die du gesucht hast oder was dir wirklich geholfen hat? Ja, man muss sich, der am meisten Vertrauen hatte, ist ja nun fort. Ja, der Beichtvater, dem ich alles anvertrauen konnte. Vertrauen hat ja was damit zu tun, wenn ich einem Menschen was erzähle, dass das nicht weitergeht. Ja, wir alle wissen, dass das so ein bisschen schwierig ist in unserer Gesellschaft. Das ist übrigens in allen engen Gesellschaften so, dass gerne geplaudert wird. Man muss sich also jemanden suchen, dem man vertrauen kann. Und diese Leute habe ich auch gefunden. Man muss nur sich ein bisschen aufmachen, ja. Ich habe meine sehr gute Freundin gefunden, die schon ein paar Jahre vorher vor mir Witwe geworden ist. Zu der durfte ich immer kommen, wann ich wollte. Und habe ich immer gesagt, wie es mir geht und dies und jenes. Und die hat immer zu mir gesagt, Claudia, das ist alles ganz normal. Das hört sich jetzt komisch an, aber das hat mir geholfen.
ich bin normal. Man glaubt ja, man spinnt. Aber die hat gesagt, Claudia, du bist normal. Dann hatte ich noch ein Ehepaar, mit denen habe ich gerade da über Selbstmord gesprochen. Und das hat mir auch sehr geholfen, das auszusprechen. Die Frau hat mir hinterher erzählt, ich habe dann zu meinem Mann gesagt, dürfte die Claudia das tun? Der hat gesagt, nee, Claudia tut das nicht, die spricht darüber und das ist wichtig. Ja. Bücher, ich habe Bücher geschenkt bekommen. Ich habe nie ein Buch über Trauer geöffnet. Es hat mir nichts gegeben. Anderen Leuten hilft das. Mir hat es nicht geholfen. Ich konnte das nicht. Ich musste da innen selber mit fertig werden und brauchte keine Sachen zu lesen, die andere schreiben darüber. Obwohl ich eigentlich so ein Buchmensch bin, aber naja, okay. Und was dann noch ganz wichtig war im ersten Jahr, wenn ich nicht genau wusste, wie mein Wochenende verläuft. Die Wochenenden sind ja immer die schlimmsten für eine Alleinstehende. Da bin ich durchgedreht. Und da haben mir viele Leute geholfen, die das gefüllt haben. Ja, die mich eingeladen haben, die gesagt haben, Claudia, du kannst immer kommen, wann du möchtest. Ja, ich habe so unheimlich liebe Nachbarn, die mir da mitgeholfen haben. Und wann hast du gemerkt, oder wie hast du gemerkt, dass das Leben wieder lebenswert und auch Freude sein kann? Ja, das hat eigentlich lange gedauert. Aber irgendwann muss man sich aus dem Loch rausgraben, ja. Die körperliche Kraft kam mit meiner Gewichtszunahme, die langsam wieder hochkletterte, kam dann zurück. Ich konnte zum Beispiel nach einem Jahr ungefähr meinen Rasenmäher wieder anlassen, was ich nicht konnte. Sie müssen sich mal vorstellen, ich will meinen Rasen schneiden und will den, der muss ja so angerissen werden. Und es geht nicht. Ich stand und weinte, weil ich das nicht schaffte. Und dann, das ging dann zum Beispiel wieder. Ja, ich bekam wieder Interesse an meinen Büchern. Ich habe wieder Freude am Garten gehabt, dass die Blumen blühten. Ich habe wieder angefangen zu pflanzen. Ich habe Unkraut gejätet. Ich habe an anderen Sachen Spaß gehabt, wobei natürlich auch an meinen Tieren. Ich habe mit meinem Hund gespielt. Ich habe meine Katzen gestreichelt. Das war wieder schön. Ich bin zum Kamm gefahren und habe Freude an meinen Kälbern und an meinen Ziegen gehabt. Ja, ich habe wieder angefangen, an anderen Menschen Interesse zu haben. Was besonders wichtig ist, die Arbeit in der Bibliothek hat mich mit so viel Freude erfüllt, dass ich wieder anfing zu planen. Ich habe wieder Bücher rausgesucht, die wir bestellen können. Ich habe mit meinen Kollegen gelacht und so weiter, ja. Ich habe neue Freundschaften aufgebaut, die vor dem Tod meines Mannes nicht da waren, weil alte Freundschaften kaputt gegangen sind. Alte Freundschaften, wo ich immer gedacht habe, die werden mir helfen. Die sind weggebrochen. Die waren dann weg. Ist egal weshalb, aber es war eben so. Und dann zum Schluss kam der große Durchbruch. Ich wollte ja immer gerne Mitglied in einer Gemeinde sein. Ich bin schon lange Christ. Aber dadurch, dass mein Mann nicht in die Gemeinde aufgenommen wurde, war es für mich nie eine Diskussion, ob ich das auch tue. Und so bin ich dann nach vielen, vielen Gesprächen mit Hartmut Hiebert, mit meiner Chefin, mit meinen Kindern, mit Freunden zu dem Entschluss gekommen, mich zum Taufunterricht anzumelden in der Manoa-Gemeinde bei Reinhold Thiessen. Der hat mir auch sehr viel Mut gemacht. Und wir haben in der Pandemiezeit 2020 haben wir ein ganzes Jahr haben wir Taufunterricht gemacht. Teilweise Einzelunterricht, weil man durfte sich ja nicht in Gruppen treffen. Es war sehr intensiv. Wir haben sehr viel aufgearbeitet. Wir haben eigentlich den Taufunterricht erst den Unterricht gemacht und danach gleich den Nachfolgekurses und haben dann im November endlich taufen können. Das hat mich sehr befreit. Das hat mir Halt gegeben.
Von der Gemeinde habe ich jetzt natürlich noch nicht so viel, weil es halt Pandemiezeit ist, aber ich merke, in mir ist irgendein Knoten geplatzt. Ich bin offener geworden, ich kann mich besser mitteilen und ich weiß, da oben ist jemand, der aufpasst. Wir sind ja alle etwas hilflos, Claudia, wenn wir solchen Leuten begegnen wie dich, die in der Trauer leben, die einen lieben Menschen abgegeben haben. Was war für dich, vielleicht hilft uns das und den Zuschauern, was war eher nicht eine Hilfe oder was hat sogar verletzt in solchen Situationen? Ja, gerade das, was ich eben gesagt habe, dass manche Leute, die einen vorher sehr geschätzt haben, dass die auf einmal einen nicht mehr gesehen haben, dass die einen links liegen gelassen haben. Das habe ich besonders so im Krankenhaus gemerkt. Ich war ja lange im Krankenhaus beschäftigt. Wir sind oft am Sonntag oder sowas ins Krankenhaus gegangen und alle haben sie einen freundlich begrüßt. Und jetzt, wo Erwin nicht mehr da war, war ich auch nichts mehr wert. Das hat arg wehgetan. Sehr, sehr wehgetan. Also ich kann ganz ehrlich sagen, vom Krankenhaus her ist sehr wenig gekommen. Es ist nun mal so wie ich sage, ja. Sowas tut sehr weh, ja. Was dann noch eine andere Sache ist, ich bitte Leute, die Trauernden begegnen. Ich muss sagen, mir selber fällt das heute auch noch schwer, wenn jemand einen Verstorbenen hat, zu dem zu gehen und sagen, du, es tut mir leid. Auch ich, wo ich selbst da durchgegangen bin, fällt mir das schwer. Aber eines bitte ich die Leute, sagt niemals zu einem Trauernden, ich komme dich besuchen und du kommst dann nicht. Das muss nicht. Dann sag lieber gar nichts. Und das habe ich erlebt. Ich habe Leute gehabt, die zu mir sagten, du Claudia, ich komme zu dir und mein Mann ist jetzt schon über 3 Jahre tot, die sind noch nie da gewesen. Und das ist sehr schwer. Das ist billiger Trost. Das ist sehr billiger Trost. Dann sollen sie lieber den Mund halten. Mhm. Ich habe mich zum Beispiel auch viel mehr über Leute gefreut, die mich einmal kurz in den Arm nahmen, mich gedrückt haben. Die haben nichts gesagt. Das ist mehr wert, als irgendwie so eine Floskel dahin zu sagen. Ja. Mhm. Andererseits muss ich da auch dran denken, diese Hilflosigkeit. Wie geht es dir? Ja? Mhm. Wie geht es dir? Das ist eine hilflose Floskel. Es ist besser, als gar nichts zu sagen, habe ich mir immer gesagt. Mhm. Ja? Mhm. Möchtest du den Zuschauern am Schluss noch was mitgeben? Sehr gerne möchte ich das. Ich habe mir diesen Teil für die Zuschauer, habe ich mir ehrlich gesagt aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Und ich werde das jetzt ablesen, so gut wie möglich, damit ich auch ja nichts vergesse. Dieses ganze Interview ist sowieso nicht so einfach für mich. Aber ich tue das gerne, wenn da jemand ist, der damit Trauer bewältigen kann. Über 3 Jahre sind inzwischen vergangen, seitdem mein Liebster von mir gerissen wurde. Nur 8 Stunden hat es gedauert, dass 41 gemeinsame Jahre beendet wurden. 3 lange Jahre, in denen ich oft mit dem Schicksal gehadert habe, immer wieder nach dem Warum gefragt habe und es keine Antwort darauf gab und wohl auch nie geben wird. Ich habe mit Gott gehadert, ich habe ihn beschimpft, ich habe gesagt, warum hast du mir meinen Mann genommen? Warum? Aber wahrscheinlich war das okay so. Ich muss mich damit abfinden und ich bin mir sicher, ihm geht's jetzt sehr gut. Ganz sicher bin ich davon. Der Schock, der am Anfang stand, ist mit der Zeit milder geworden. Nicht leichter, aber erträglicher. Überall gibt es Erinnerungen an Erwin. Der Platz am Kamin, das Feuer darin ist von mir nie wieder angezündet worden. Das Bett auf dem Kamp, das ich nicht alleine füllen kann. Die geflochtenen Körbe am Transchaco, die er immer kaufen wollte.
und immer anhalten wollte. Und ich habe nur gesagt, nein, ich brauche keinen Korb. Viele Plätze zum Trauern gibt es in meinem Leben. Zum Erinnern und zum Weinen. Meine Kinder mit ihren Familien haben mir die ganze Zeit so gut wie möglich beigestanden. Danke, ihr Lieben. Ich kann mich auf euch verlassen. Ich liebe euch und erteile euch hier ganz öffentlich meinen Segen. Liebe Freunde und Nachbarn haben tragen geholfen, haben die schreckliche Einsamkeit mit Aktivitäten gefüllt und mir zugehört, was besonders am Wochenende wichtig war. Meine Arbeitsstelle, bei der ich bereits ein paar Tage nach der Beerdigung wieder geschafft habe, hat mir Routine und Unterstützung gegeben. Da haben mich besonders die Kollegen getragen, die auf meine Bitte hin Normalität in mein Leben brachten. Ehemalige Patienten sprachen mich an allen möglichen Orten an, ob es jetzt im Supermarkt war oder auf der Straße oder irgendwo anders, und redeten über Erwin, dass er auch ihnen als Arzt fehlt. Das hat besonders gut getan. Ich spreche sehr gerne über meinen Mann. Ist es sehr mutig, durch den Weg der Trauer zu gehen? Trauer um den Ehepartner, um das Kind oder Enkelkind? Gut, dass wir das vorher nicht wissen, wie schwer das ist. Gut, dass Gott bei einem ist und einem die Kraft zum Durchhalten gibt. Besonders in der ersten Zeit nach Erwins Tod fragten mich Leute, wie es mir denn so ginge. Meistens sagte ich nur, es muss gehen. Jeden Tag erlebe ich neu. Ich war immer dankbar für die Fragen, für die Freundlichkeit, für eine nette Geste, überhaupt über eine Kontaktaufnahme. Gut bekannte Leute gingen aber auch einfach vorbei, ohne einen Blick, ohne eine Geste. Das tat weh, auch wenn es eine gewisse Hilflosigkeit von ihnen war. Ich möchte noch allen trauernden Menschen etwas mit auf den Weg geben. Lasst die Trauer zu, unterdrückt sie nicht. Trauert tut arg weh, sie schmerzt, sie lässt einen weinen und schreien. Manche Menschen fangen unkontrolliert an zu essen, andere zu hungern, wieder andere zu trinken. All diese Dinge sind normal und regulieren sich mit der Zeit wieder. Das erste Trauerjahr war das Schlimmste. Alles geschah das erste Mal ohne Partner. Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Steuern angeben, zur Bank gehen, Autopatent und Grundstück bezahlen, für die Frauen unter uns eine neue Zedula beantragen, weil da muss Viuda draufstehen. Dann der ganze Papierkram mit der Erbschaftsangelegenheit. Aber nach einem Jahr ist das meiste geschafft. Ich wünsche allen Trauernden Gottes Schutz und Geleit, und er ist der, der immer für uns da ist, auch wenn Gott uns nicht körperlich in den Arm nehmen kann, was mir persönlich sehr fehlt. Ich wünsche mir, dass einige der Zuhörer Kraft aus meinem Zeugnis bekommen, dass sie merken, dass man nicht alleine ist in der Trauer, im Verlassensein, im größten Chaos, was uns in dieser Welt passieren kann. Ein Dankeschön. Und somit sind wir am Schluss unserer Sendung angekommen. Danke, Claudia, dass du da warst. Danke, dass du diese tiefe Traurigkeit und Phase mit uns geteilt hast. Möge Gott dich dafür segnen. Möge Gott diese Sendung zum Segen setzen für viele. Liebe Zuschauer, damit sind wir am Schluss unserer heutigen Sendung angekommen. Ich möchte abschließend
uns ermutigen, die Witwen und Waisen, vor allen Dingen die Witwen und Witwer, nicht zu vergessen. Denn in der Bibel steht in Jakobus 1, Vers 27, was ist wahre Frömmigkeit? Da steht, Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen. Das ist wahre Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Also Witwen zu helfen und Besuche machen ist eine Hilfe. Das steht uns als Aufgabe im Wort Gottes geschrieben. Und dazu möchte ich uns alle ermutigen. Ob du heute traurig bist oder Trauernde begleitest, wir wünschen dir von Herzen Gottes Geleit, dass er dir zeigt, wo deine Aufgabe ist in dieser Phase. Ob du wen besuchen solltest oder ob du selber wen begleiten solltest, der traurig ist oder traurig war. Gott segne dich. Das war Frauen wie wir heute. Glauben und Leben.